News. Die Bauma ist die Messe der Superlative. Aussteller und Besucher kommen aus allen Ländern der Welt. Im Gespräch mit Bauforum24TV zog Messechef Eugen Egetenmeier nach 6 Messetagen ein erstes Resümee. Nun, für mich persönlich ist es die 5. Bauma, die ich mitmache. Die 1. Bauma war übrigens die, als wir auf das neue Messegelände hier gezogen sind in 1998. Damals musste man noch sehr viel neu vorbereiten, Logistik etc. etc. Diesmal ist das alles schon sehr eingespielt. Für mich wird sie natürlich in Erinnerung bleiben als die Bauma, die mit der Flugasche am Anfang zu tun hatte und mit den Beschränkungen im internationalen Flugverkehr, die da wiederum hervorgerufen wurden. Wir haben ja als Messe sehr schnell darauf reagiert, auf diese Situation. Wir haben deswegen zum Beispiel den Ausstellern, die nicht rechtzeitig zur Messe kommen konnten, eine von uns organisierte Standbesatzung bereitgestellt, die Kontakte aufgenommen hat, Visitenkarten aufgenommen hat, sie dann den Ausstellern, als sie ankamen, übergeben haben. Ich glaube, das hat sehr auch dazu beigetragen, zur Zufriedenheit. Und sagen wir mal, wenn wir es insgesamt dann anschauen, ist die Stimmung auf dieser Bauma eigentlich ausgesprochen gut. Wir haben ja ein Krisenjahr oder eine ganze Krisenzeit hinter uns, gerade auch diese Branche. Und allen Teilen ist zu spüren, es geht wieder aufwärts, es werden wieder Aufträge auch geschrieben, obwohl ja diese Messe eigentlich eine Geschäftsanbahnungsmesse ist, aber hier wird auch ganz konkretes Business gemacht. Die Stimmung ist wieder nach oben gerichtet. Als Messeveranstalter freuen wir uns natürlich, wenn Aussteller in ihren Standbau, das ist glaube ich hier ein sehr gutes Beispiel, in ihren Standbau und natürlich in ihren Messeauftritt, in ihren Marketingauftritt insgesamt investieren, denn das zeigt uns natürlich andererseits auch wieder, dass die Unternehmen ein Commitment zu dieser Messe haben, dass sie diese Messe als ihre Messe betrachten, dass sie der Meinung sind, das Investment in diese Messe lohnt sich auch. Die Bauma ist ja nun schon ganz gut organisiert, aber es gibt nichts, was man nicht noch besser machen kann. Zum Beispiel das Parkplatzangebot werden wir für die nächste und die kommenden Baumas weiter ausweiten. Wir haben jetzt schon begonnen, im unmittelbaren nachbarschaftlichen Umfeld der Gemeinden des Messegeländes hier für zusätzliche Parkplätze zu sorgen, die wir dann mit Bus-Shuttles kostenlos an die Messe anbinden. Das werden wir weiter ausbauen für das nächste Mal. Was wir ebenfalls tun werden, wir werden sehr aktiv das Thema Hotelpreise angehen, denn es kann nicht sein, dass während einer solchen Weltleitmesse, wie sie die Bauma ist, Hotelpreise verdreifacht, vervierfacht werden. Es sind nicht alle Hotels schwarze Schafe, aber es ist leider doch ein sehr starker Trend zu verzeichnen, dass hier ungewöhnlich hohe Preise verlangt werden. Dem werden wir entgegenwirken müssen mit Aktivitäten gegenüber der Hotellerie in dieser Stadt, auch mit einer weiteren Ausweitung des Angebots, indem wir zusätzliche Hotels im Umland erschließen. Wir haben dieses Jahr ja schon damit begonnen, indem wir mit Hotels im Umland Bus-Shuttles zur Messe organisiert haben, um eben einfach das Angebot weiter auch in die Region auszudehnen. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen, um bei den Hotelpreisen zu einer Dämpfung zu kommen. Da werden wir, wie gesagt, jetzt schon unmittelbar nach der Bauma anfangen, die nächste Messe 2013 vorzubereiten und darüber hinaus. Wir sind jetzt natürlich ganz handfest für dieses Jahr in der Vorbereitung der Bauma China drin, sowie in der Vorbereitung für die BC India in Mumbai im nächsten Februar. Also nach der Bauma, Sie haben vollkommen recht, ist vor der Bauma und wir können hier sagen vor den Baumas, denn wir haben ja mehrere gleich vor der Tür. Die Bauforum24TV Bauma News wurden präsentiert von Kiesel. Kiesel. Better Handling. Rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv